Hallo und moin moin, meine Damen und Herren, heute nicht auf dem gelben Sofa, heute mal im Kieler Schloss im Restaurant und zwar mit einer ganz erlauchten Gesellschaft. Wie Sie wissen, haben wir ja Kieler Umschlag und das reizt bereits jetzt seit 40 Jahren. Wir haben uns mal die Mühe gemacht, 41, Entschuldigung. 41, wunderbar, seit 41 Jahren und Asmus Bremer muss das schon wissen, ne? Ja, und wir haben uns die Mühe gemacht, die Damen der Vergangenheit nach 40 Jahren mal zu finden, die immer seine Frau waren. Die hatte ja teilweise kurz und aber auch länger abgelegt. Und wir haben da die eine oder andere gefunden. Und wir haben auch schon viel Spaß heute gehabt. Und ich möchte die Damen in der Runde mal vorstellen. Aber Sie stellen sich selbst vor. Wir fangen hier mal bitte bei dir an. Ich bin Ursula Schnittger, ich bin geborene Kielerin, also eine echte Kieler Sprotte und ich bin auch überzeugte Kielerin. Ich wohne jetzt nicht mehr in Kiel, sondern in Berlin und mir fehlt einfach das Wasser, das etwas rauere Klima. Und freue mich ganz besonders, dass ich heute hier bin, weil ich diesen Kieler Umschlag ausgesprochen gerne mitgemacht habe. Ich bin die zweite Frau Bremer gewesen in dieser Runde hier. Und es war alles ein bisschen neu, es war alles noch ein bisschen experimentell, aber gerade deshalb war es also auch besonders schön und mir hat es also Möglichkeiten eröffnet, Seiten von Kiel kennenzulernen, die ich vorher eben noch nicht gekannt habe. Ich wäre, glaube ich, noch nie mit militärischen Ehren auf einem Schiff empfangen worden, auf einem Kriegsschiff empfangen worden, mit meinem Ehemann Asmus Bremer. Und auf die Art und Weise habe ich eben sehr viele Erlebnisse gehabt, die mir das also ausgesprochen schön gemacht haben, die 3 Tage, obwohl sie auch ein bisschen anstrengend waren, weil das Kieler Wetter ja auch ein bisschen kapriziös teilweise ist. Und wir haben uns vorhin ja schon unterhalten und haben uns ausgetauscht darüber, dass wir also auch oft nasse Füße hatten, nicht nur nassen Kopf, auch nasse Füße und ein bisschen gefroren haben auch. Aber trotzdem war alles ganz wunderbar. Und jetzt Vielen gebe ich. Dank, Urs. Das sind ja nette Worte, die du von dir gegeben hast. Ja, Das doch, freut alle bestimmt. Kieler, Ja, wenn du das jetzt einmal doch. weitergehen Ja, ich geben gebe würdest. gerne weiter an Tina, die das auch gerne Dankeschön. gemacht hat Ja. damals. Ja, mein Name ist Tina Schwichtenberg. Ich kam nach Usch und habe genauso gerne also diese Rolle als Frau Bremer mit Asmus zusammen die Tage absolviert. Wobei ich sagen muss, du hast dich wahnsinnig verändert, Asmus. Aber es war wunderbar. Und dazu muss ich dir sagen, ich habe ja meinen Liebsten während der Tage kennengelernt. Ja, der war damals Stadtpräsident in Kiel und heute bin ich mit ihm verheiratet. Wenn das nichts ist, Asmus, dann ist das ja Du, wir wenig. Ne? schließen Ja. uns kurz. Also, es war eine wunderbare Zeit und ich gebe jetzt mal weiter an meine Nachfolgerin und Freundin Gitta Weisfert. Ja, hallo, moin, moin. Mein Name ist Gitta Weisfert, wie Tina schon sagte. Und ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Also irgendwann wurde ich gefragt, ob ich es machen wollte. Ich wusste eigentlich nur nicht so wirklich, auf was ich mich einlasse. Wurde dann morgens ins Theater gefahren von meinem lieben Mann, wurde geschminkt und dann kam das Problem, das waren meine Haare. Ich hatte damals wahnsinnig viel Haare, es passte keine Perücke. Also musste ich meine Haare zwirbeln lassen mit dem Lockenstab. Sah wunderbar aus, wie man auf den Fotos sehen kann. Nur ich war 10 Minuten im Kieler Wetter im Februar, da hing alles wieder. Also die ganze Pracht war hinüber. Ich bin auch noch nie vorher seitwärts durch eine Tür gegangen, aufgrund dieser Reifen, die ich unterm Rock hatte. Witzig war auch, dass Asmus Bremer immer seine Frau dabei hatte, die ihn begleitete mit warmen Unterhosen in der Tasche. Also wenn ich dann allein durch die Holstenstraße ging, durch die Geschäfte bummelte, mir fehlte also wirklich der Trommler, der vorherging. Das war immer so das Zeichen. Jetzt komme ich und der fehlte mir, ganz ehrlich. Ich hatte viel, viel Spaß in den Tagen. Es war feucht fröhlich. Ich habe leider dieses eine Mal den Kieler Umschlag erlebt, dann nie wieder, weil ich dann 12 Jahre auf Sylt wohnte, 12 Jahre in Afrika war, seit 3 Jahren wieder da bin und deshalb freue ich mich ganz besonders, heute hier dabei sein zu dürfen. Und jetzt gebe ich mal weiter. Ja, hallo, moin, moin, sage ich auch einfach. Wir haben heute schon einen wunderschönen Tag erlebt. Ich bin Elke Hausotto, die dritte, eins, zwei, drei, die vierte dann im Bunde der Bremer Frauen. Und ich war 2 Jahre dabei und kann auch nur erzählen, wie schön es war. Schlechtwetter, sonniges Wetter, die ganzen Ereignisse, die wir erleben durften, und zwar in den Umweltgebieten, ob das bei der Feuerwehr war, in Schenhagen oder sonst wo, oder Osterhalle damals noch, heute ja die Sparkassenarena. Viel, viel Spaß haben wir gehabt, viele Ereignisse.
Und wie gesagt, also es war wunderschön damals. Wir haben auch die Statue, gelüftet, nicht? Eingeweiht, ja, enthüllt, richtig. Den Asmus Bremer auf dem Asmus Bremer Platz enthüllt. Das war damals unser Ereignis, ja, wunderbar. Und wie gesagt, also gegenüber heute alles wunderbar und wunderschön. Ich gebe weiter an Uschi, die Nachfolgerin von mir. Danke. Zwischen uns liegen ja etwa 4 Jahre der Verkörperung der Frau Asmus Bremer. Und die beiden Damen, die halt dazwischen die Frau Bremer dargestellt haben, sind nicht auffindbar gewesen. Gut, ich dann danach. Und ich bin eher auch so wie die Maria zum Kind gekommen und sollte mich dann im Büro vorstellen von Andreas Neubauer, der damals den Kieler Umschlag geleitet hat. Und sage und schreibe, hat ja sein Büro doch am Puff gehabt. Ich habe gesagt, niemals gehe ich dahin, niemals gehe ich dahin. Die wollen mich veräppeln, die meinen mich gar nicht, da gehst du nicht hin. Dann habe ich mich erstmal schlau gemacht, wo der Einzelhandelsverband wirklich sitzt. Und die sitzen wirklich da oder saßen damals da. Na gut, dann habe ich mich doch getraut und bin da hingegangen. Und so bin ich es dann geworden. Und dass ich es dann also 16 Jahre sein durfte, habe ich der verstorbenen Stadtpräsidentin Frau Silke Reier zu verdanken. Weil sie stupste damals dann Andreas an und sagte, nun habt ihr doch endlich eine Nette und eine Süße. Und ihr kennt sie, ne? Sie so bodenständig. Und wenn die was sagt, dann meint sie es auch. Oder meinte sie es auch, ne? So, und da konnte sich auch Andreas nicht mal wehren. Er sagte, ja, du hast ja recht, wir machen weiter mit ihr und so. Ja, und so sind dann 17 Jahre draus geworden. Und ich glaube, ich habe es vorhin noch schon mal ganz kurz gesagt, Highland für mich war nicht diese vielen Veranstaltungen, die haben wir alle ja irgendwie mitgemacht. Ich fand das auch ein Wahnsinnsgefühl. Ich durfte mich mit Heinz Busch, dem verstorbenen Heinz Busch, Leiter der Niederdeutschen Bühne damals, ins Goldene Buch der Stadt Kiel eintragen. Also ich finde, das ist sowas ganz, ganz, ganz Besonderes, weil es sind ja nur Ehrengäste, die das also wirklich dürfen und dazu eingeladen werden. Und das ist so für mich die wirklich allerschönste Erinnerung, die ich dann also ganz persönlich an den Kieler Umschlag habe. So, und jetzt an die amtierende Frau Bremer, die hat mindestens genauso viel zu erzählen. Ja, Uschi, schön, 16 Jahre, das war natürlich auch eine tolle Zeit. Ja. Und das war ja ganz selten, 16 Jahre. Ja. Aber wie gesagt, damals hat man dann gesagt, gut, okay, die macht das gut und die ist beliebt und die mögen wir alle leiden, dann lass das mal. Genau. Da war er dann ja auch mit zufrieden mit dir, sonst hätte er das ja nicht gemacht. Ja, klar, genau so war es. Und wie gesagt, meine Mentorin war eigentlich Frau Reier. Das muss man mal ganz klar sagen. Die Silke ist ja leider nicht mehr, aber sie hat das wirklich gepusht. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Wir haben uns also wirklich wahnsinnig gut verstanden. Damals gehörte unser Oberbürgermeister und auch gleichzeitig Bürgermeister, es gab ja mal so eine Zeit, wo er beide Ämter hatte, seine Frau Heli dazu. Und es gibt also wirklich auch einen Spruch, der stimmt. Hinter jedem guten Mann steht eine noch wesentlich bessere Frau. Und Heli war mit nichts, aber auch mit nichts zu erschüttern. Und sie ist eine Traumfrau. Und auch die waren so völlig auf meiner Seite. Und wir haben, genau wie ihr, sicher auch alle sowas von feucht, fröhlich gefeiert. Oh mein Gott. Okay, danke schön. Vielen Dank. So, jetzt kommt unsere Amtierende, Katharina. Ja. Vertell du, Moment, was? Du sprichst ja Hochdeutsch, ne? Ich spreche nur Hochdeutsch, aber ich verstehe Blatt, jedes Wort. Gut, also da kann sich keiner hinter verstecken im Zweifelsfalle. Ja. Gut, ich mache das seit 2002. Ich war die unmittelbare Nachfolgerin von dir. Da hat sich ja viel getan in diesem Jahr. Die Kieler Umschlagsgesellschaft hat sich ja total verändert. Lars Bracker hat das mit seinem Eventbüro damals im ersten Jahr übernommen. Und es war eigentlich eine sehr lustige Geschichte, wie ich zu dieser Rolle kam. Es war im späten Jahr, ich würde mal sagen November, da lief doch mein Lars Bracker ständig vor meinem Laden, in der damals noch in der Schlossstraße, auf und ab und guckte immer etwas verschämt rein. Da dachte ich, naja, okay, weiß nicht, was er will, aber irgendwo wird er sich dann schon rühren. Und nach vielem langem Auf- und Abgehen kam er dann da tatsächlich rein und sagte, wir kennen uns doch nun schon eine Weile und einen neuen Asmus Bremer haben wir nun schon gefunden. Könntest du vielleicht, ich war, muss ich ganz ehrlich sagen, sprachlos. Ich hatte mich damals auch noch nicht so sehr viel mit
dieser Veranstaltung beschäftigt. Ich war also wirklich, es war Neuland für mich. Aber ich bat ihn einfach, mich noch mal 2 Tage ganz in Ruhe zu lassen. Ich wollte noch mal in Ruhe drüber nachdenken. Habe mich auch mit meinem damaligen Mann eingehend beraten. Und der meinte dann ganz profan, ach weißt du, das ist doch auch eine gute Werbung für unser Geschäft. Wie gesagt, sehr profan erstmal, ja, aber es hat mir dann unheimlich viel Spaß gemacht, mich in diese Materie, in die Historie einzuarbeiten, mich einzulesen. Und ich hatte dann auch das große Glück, dass nach dem ersten, nicht ganz so glücklichen Anlauf mit Asmus Prima, ich dann im zweiten Jahr einen wirklich wunderbaren Asmus Prima zur Seite hatte, der ja nun auch... Genau, prima, ja, da bin ich jetzt wirklich dafür. Ja. Ja. Dann mock ich noch her. Der ja vor allem auch wunderbar platt schnackte oder noch schnackt. Das war natürlich eine wunderschöne Sache. Er hat die Rolle vom ersten Tag an dann auch so schön ausgefüllt, hat uns alle auch sehr mitgerissen damit. Und dann kam, muss ich ja sagen, noch unser damaliger Gerd Heinrich, der damalige Mönch dazu, der ja selber im Kirchenamt über viele Jahre und Jahrzehnte tätig war und da mit Herzblut auch dabei war, der dieses Jahr leider das erste Mal nicht mehr dabei ist, der sich auch sehr verdient hat, im Hintergrund. Der hat Schulen mit rangeholt, Schulklassen können sich seitdem dort anmelden, die kriegen vom historischen Kiel erzählt, die kriegen da eine richtige Unterrichtsstunde geboten, ist auch dieses Jahr wieder mit fortwährendem Erfolg. Ja, das sind einfach so viele Dinge, die sich sicherlich am Rande oder im Rahmenprogramm geändert haben, die aber, denke ich mal, sehr viel von der Historie, die vielen Kielern wohl auch gar nicht bewusst ist, die sehr viel von dieser Historie wieder aufleben lässt, auch gerade mit solchem Rahmenprogramm. Und was natürlich auch eine sehr schöne Sache ist, die damals neu dazu kam, das ist dieses mittelalterliche Dorf mit unseren Vogelfreien. Und ich denke, auch das ist eine sehr große Bereicherung. Ja, okay, wunderbar. Das war natürlich eine tolle Ausführung von dir, von der Amtierenden. Sehr, sehr schön. Schöne Worte und schöne Sätze. Ja, jetzt kommt Asmus an und ich denke mal, ich bin schon so ein bisschen zur Seite gerückt, weil er so viel gute Sachen gehört hat, der müsste eigentlich so breit geworden sein. Ja, Asmus, was du jetzt all hört hast, ja, da musst du ja richtig zufriedenstellen. Du, ich sag die Warte. Ja, ich sag dir, was du. Ja, ich weiß auch, dass du neidisch bist jetzt. Kick mich mal an, du. Ich bin der Gnade von uns, du. Ja, du ich war nie küsst, du. Ja, genau. Ja. Komm du mal in die Situation mit das Frun und alle würden mich küssen, ja, du. Ja. Herrlich, du. Ne, aber ich muck das ja, der Asmus Prima sieht nur inzwischen 12 Jahre. Und das bringt mich Bunny Face Boss. Ne? Und ich muss sagen, jedes Jahr, wenn er nie, auch in dieses Jahr, muss man sagen, wir haben ja das vergangene Jahr nie einen Bürgermeister, den Ulf Kämpfer, Dr. Ulf Kämpfer. Und mit denen haben wir Kieler einen Golden Funk, muss ich sagen. Und für den Kieler Umschlag ist das besonders, ja, ist so. Für den Kieler Umschlag, denke ich mir, für die Zukunft ist hey ein, der mitdenken kann. Hey ist ja, hey zaubert auch, ne? Er kann in der Politik zaubern, aber er ist normal. Nebenbei ist er Zauberer und Fürschlucker. Oh, du, der ist Fürschlucker, ja, ja. Und darum glaub ich, dass wir mit M als Oberbürgermeister einen Golden Griff gemacht haben. Ne? Und ich persönlich, ich würde das ja noch jahrelang mucken. Ne? Also ehrlich, solange sie mich nicht wegschicken, muck ich das noch so lange das geht, du, auf so jeden Fall. Das ist richtig. Und wir haben ja, wie der Kieler Umschlag, haben wir ja einen Schlachtruf. Ja. Ich will nicht so weit gehen, das Umschlagslied, das mucken wir vielleicht ein andermal, aber den Schlachtruf, den will ich mal mit allem Antosomen hören. Jetzt, pass auf, Drehmoll. Ja. Ne? Jubel ist dann. Ne? Ja. Ich zähl, pass auf, du muckst auch mit, ne? Ja, ich zähl mit 3. 1, 2, 3, Jubel! 1, 2, 3, Jubel! Und noch einmal. 1, 2, 3, Jubel! Ja, so. Das ist ein wunderbarer Applaus. Ja. Gut, ja, Asmus. Euch noch schöne Tage. Du, danke. Viel Spaß und viel Vergnügen. Ja. Eins möchte ich noch hinzufügen, dass Uschi Seeger das Kleid anhatte, was sie bis 2001 getragen hat. Ja,
Schön. Und ich das war natürlich ein bisschen anders, auch ein bisschen kälteempfindlicher. Nichts da, nichts da. Hier fehlt das Tuch. Ach so, okay, Herr Ibis, unser gemeinsamer Gewandmeister. Ja. So nicht, Ursula. Immer dieses Tuch hier rein. Ja. Ehrlich, und das ist weg. Das aber deswegen habe ich euch ja nebeneinander gesetzt, um mal zu sehen, so war es früher, so ist heute. Ja. Aber beide sind wunderbare Kleider und es sind auch wunderbare Frauen. Ja, das sowieso. Das meine sowieso. Damen und Herren, ich bedanke mich ganz herzlich. Hoffe, dass Sie Spaß gehabt haben dabei. Und auf dem gelben Sofa mache ich im nächsten Monat weiter. Da habe ich zwei sehr, sehr nette Leute auf dem Sofa. Einmal Gottfried Böttcher, den kennt wahrscheinlich jeder, von 3 nach 9. Und auch im gleichen Monat unseren Kieler Friseur Wolf-Dieter Klink. Würde mich freuen, wenn Sie einschalten würden. Bis dahin sage ich tschüss, schönen Dank. Und nochmal. Jubel! Herzlichen Dank.